Am 16. Juli 1876 gab der Zar eines seiner glanzvollen Feste im Neuen Palais in Moskau. Die Musikchors der berühmten Traditionsregimenter von Preobrashensky und Paulowski spielten im großen Salon zum Tanz. Im Glanz der 100 Kronleuchter formierten sich die Paare zur Polonaise. Voran die Großfürstinnen in diamantenübersäten Roben, die Hofdamen in Galatoiletten, die Offiziere in ordengeschmückten Uniformen. Nur der Zar hatte Sorgen. Sire, ich bringe eine schlechte Nachricht. Ich bin auf alles vorbereitet, General Kissow. Also, reden Sie. Irkutsk meldet sich nicht mehr. Die transsibirische Telegrafenlinie scheint gestört zu sein. Demnach haben wir keine Möglichkeit mehr, den Großfürsten über die gegenwärtige Lage zu unterrichten. Über den Telegrafendraht nicht, Sire. Haben Sie neue Nachrichten über Iwan Ogarev? Nein, Sire. Es ist dem Polizeichef leider nicht gelungen, Iwan Ogarev auf die Spur zu kommen. Sorgen Sie dafür, dass Ogarevs Steckbrief sofort an alle Stationen durchgegeben wird, mit denen wir noch Verbindungen haben. Euer Majestät, Befehle werden unverzüglich ausgeführt. Und ich bitte mir aus, dass die Angelegenheit streng geheim behandelt wird. Wirklich, eine reizende Angelegenheit, dieses kleine Fest. Oh, ich habe meinen Bericht schon längst an die Redaktion des Daily Telegraph durchgegeben. Eine splendid Festivität. Ich habe meiner Cousine noch mehr mitgeteilt. Oh, Ihre Cousine? Wieso? Oh, ich stehe mit meiner Cousine Madeleine in engem Briefwechsel. Oder was dachten Sie, wozu ich mich hier in Moskau aufhalte? Well, was haben Sie Ihrer Cousine telegrafiert? Erinnern Sie sich an das Jahr 1812? Oh, selbstverständlich, Monsieur Jobinimi. Damals brachte man dem Kaiser Alexander bei einem ihm zu Ehren gegebenen Fest die Nachricht, dass Napoleon soeben die Memel überschritten habe. Der Kaiser führte das Fest lächelnd zu Ende. So wie unser heutiger Gastgeber sich nicht aus der Ruhe bringen ließ, als ihm General Kissow meldete, dass die telegrafische Verbindung mit Irkutsk unterbrochen sei. Ah, das wissen Sie auch schon? Oh, nicht nur ich, mein verehrter Herr Kollege, auch die Leser des Daily Telegraph werden es morgen beim Frühstück lesen. Nun, General Kissow, wie steht es? Sir, die Telegramme gehen über Tomsk nicht mehr hinaus. Sofort ein Kurier. Zu Befehl, Euer Majestät. Wenn ich noch etwas bemerken darf, Sir. Ja, was gibt's? Reden Sie, General Kissow. Der Polizeichef wartet draußen. Ja, schicken Sie ihn herein. Sofort, Sir. Sir, Sie haben mich rufen lassen. Was wissen wir über Iwan Ogarev? Das ist ein sehr gefährlicher Mann. Also mit allgemeinen Redensarten ist mir nicht geholfen. Ich brauche Einzelheiten. Wir haben eine Akte über ihn, Sir. Berichten Sie. Was wissen wir von ihm? In Stichworten, wenn ich bitten darf. Ogarev ist ein kluger, überdurchschnittlicher Offizier. Aber mit einem zügellosen Ehrgeiz. Oberst in der Armee. Von seiner kaiserlichen Hoheit, dem Großfürsten, degradiert und nach Sibirien verbannt. Euer Majestät Gnade hob das Urteil nach 6 Monaten wieder auf. Dann befindet sich Ogarev jetzt also wieder in Russland. Zuletzt befand er sich im Gouvernement Perm. Seine Lebensweise war nicht zu beanstanden. Das hat uns überrascht, Sir. Denn wir wissen, dass ein Verbannter erst nach seiner Begnadigung gefährlich wird. So, das wissen Sie. Im März verließ Ogarev die Stadt Perm. Seitdem ließ sich über seinen Verbleib nichts mehr feststellen. So, meine Polizei weiß also nicht, dass Iwan Ogarev bei dem Tatarenaufstand eine entscheidende Rolle spielt. Der Aufstand trifft uns nicht unvorbereitet, wenn auch das schnelle Abreißen der Nachrichtenverbindung noch nicht im vollen Umfang erkennen lässt, wie groß die Gefahr in Wirklichkeit ist. Die größte Sorge aber bereitet mir das Schicksal meines Bruders, des Großfürsten. Ich muss leider befürchten, dass Ogarev alles versuchen wird, meinen Bruder in Irkutsk in die Hand zu bekommen. Seine kaiserliche Hoheit, der Großfürst, ist über die befohlenen Truppenbewegungen unterrichtet? Ja. Aber mein Bruder weiß nicht, dass Iwan Ogarev versuchen wird, sich unter falschem Namen bei ihm einzuschleichen. Eine verteufelte Lage ist hier. Ich habe im Augenblick kein wichtigeres Anliegen, als den Großfürsten so schnell wie möglich davon zu unterrichten, was ihm bevorsteht. Sein Leben hängt davon ab. Wenn ich mir einen Vorschlag erlauben darf, Sire, wie wäre es mit einem tüchtigen Kurier? Kurier?
Auf den warte ich gerade. Er muss sich aber sehr beeilen, wenn er den Tatarenhorden zuvorkommen will. Sagen Sie, Mr. Blount, haben Sie eine Ahnung, was es mit einem Mann namens Feofar Khan auf sich hat? Feofar Khan? Oh, einen Moment, das können wir sofort feststellen. Ja. Hier, in diesem Buch, da stehen alle wichtigen Leute. Tragen Sie das immer in der Rocktasche? Aber natürlich, das ist das Handwörterbuch der Zeitgeschichte, von meiner Redaktion herausgegeben. Gibt es so etwas bei Ihnen zu Hause etwa nicht? Hier, oh bitte, hier. Feofar Khan, Oberhaupt des tatarischen Khanates Bukhara. Was ist mit ihm? Dieser Feofar Khan scheint der Anführer des Tatareneinfalls zu sein, dem wir in den nächsten Tagen auf die Spur gehen wollen. Der Kurier meldet sich zu Stelle. Dein Name? Michail Strogoff, Sir. Deine Stellung? Rittmeister bei den Kurieren des Zaren. Du kennst Sibirien? Ich bin dort geboren. Wo? In Omsk. Hast du Verwandte dort? Meine alte Mutter. Michail Strogoff, ich beauftrage dich, diesen Brief dem Großfürsten in Irkutsk eigenhändig zu überbringen. Nur dem Großfürsten, keinem anderen, hast du verstanden? Ich werde den Brief nur dem Großfürsten geben, Sir. Du wirst ein von Rebellen verseuchtes und von den Tataren überfallenes Land durchreisen müssen. Verräter könnten ein Interesse daran haben, dir den Brief abzunehmen. Ich werde durchkommen, Sir. Vor allem hüte dich vor Iwan Ogarov, einem degradierten und verbannten Oberst. Ich werde mich vor Iwan Ogarev in Acht nehmen, Sir. Solltest du durch Omsk kommen, so darfst du deine Mutter nicht aufsuchen. Man darf dich nicht erkennen. Ich werde meine Mutter nicht sehen, Sir. Schwöre mir, dass dich niemand dazu bringen wird, zu sagen, wohin du gehst. Ich schwöre es. Michail Strogoff, hier vertraue ich dir den Brief an, von dem das Heil Sibiriens und vielleicht das Leben meines Bruders, des Großfürsten, abhängt. Dieser Brief wird in die Hände seiner Hoheit des Großfürsten gelangen. Es ist ein weiter Weg, vergiss das nicht. Es sind über 5000 Werst, fast 6000 Kilometer. Ich werde lebend nach Irkutsk kommen, Sir. Geh mit Gott. Für Russland, für meinen Bruder und für mich. Im Zug von Moskau nach Nizhny Novgorod. Fahren Sie auch zur Messe nach Novgorod? Hoffentlich entschließt sich die Regierung nicht zur Reisebeschränkung. Man spricht schon von einer Preissteigerung des Karawanentees. Beim Tee habe ich keine Angst. Schlimmer sieht es mit Buchara-Teppichen aus. Erwarten Sie eine Sendung aus Buchara? Nicht aus Buchara, aber aus Samarkand. Man wird in Sibirien alle Pferde beschlagnahmen. Die Tataren sollen Sibirien vom westlichen Russland abgeschnitten haben. Telegramme kommen auch nicht mehr durch. Nach den Pferden werden Sie die Schiffe requirieren. Wollen Sie auch mit dem Schiff weiter, mein Herr? Ja, Väterchen. Nach Kasan hinauf. Was halten Sie von der Lage in Sibirien? Ich bin Kaufmann. Alles andere interessiert mich nicht. Ja, Sie denken nur an Ihre Geschäfte. Vraiment. Scheint ein stupides Volk zu sein. Ich bin gespannt, was mich in Novgorod erwartet. Ich protestiere. Ich bin französischer Staatsbürger. Ich... Ihren Reisepass, bitte. Danke, mein Herr. Alles in Ordnung. Oh, toujours diese Kontrollen. Aber man merkt, c'est la guerre. Es ist Krieg. Du kommst aus Riga und willst nach Irkutsk. Auf welchem Wege? Auf der Straße nach Perm. Dann musst du dir deinen Schein vom Polizeiamt abstempeln lassen. Sonst gilt er nicht für Sibirien. Danke. Passkontrolle. Ihren Reisepass, bitte. Bitte sehr, Herr Inspektor. Sie kommen aus Moskau, Herr Korpanow? So ist es. Und wollen wohin? Zunächst einmal die Wolga hinauf, bis Kasan.
bin Kaufmann und in Geschäften unterwegs. Und dazu brauchen Sie eine Genehmigung vom Polizeiamt. Heute ist es zu spät, aber gleich morgen früh. Und das Schiff geht sowieso erst gegen Mittag. Tut mir leid, aber ohne schriftliche Genehmigung keine Ausreise. Ich muss aber nach Irkutsk. Die Verordnung des Gouverneurs steht überall angeschlagen. Ab sofort darf kein russischer Untertan mehr das Land verlassen. Ich bin Kaufmann Korpanow. Der Präfekt erwartet mich. Einen Augenblick, mein Herr. Ich werde Sie anmelden. Und ich? Mal sehen, was ich für uns beide tun kann, mein Fräulein. Sie wollen mir helfen? Nicht so laut. Herr Korpanow, der Herr Präfekt erwartet Sie. Danke. Die Leute gehen auf das Schiff. Warum darf ich nicht mit? Es gibt keine Ausnahmegenehmigungen. Höchstens für die hohen Herren. Oder wenn du aus Asien stammst, dann könntest du reisen. Du müsstest sogar innerhalb von 24 Stunden das Land verlassen haben. Wie diese Zigeuner da. Ich wünschte, ich könnte mit ihnen fahren. Das darfst du, Schwester. Zusammen mit deinem Bruder, der es wieder mal geschafft hat. Hier ist meine Podorosnja. Du hast eine Sondergenehmigung, Bruder? Ausgestellt für zwei Personen. Komm, Schwester. Ich glaube, es wird höchste Zeit. Ja, Bruder. Lass uns an Bord gehen. Du gehst nach Irkutsk, Bruder? Ja, Schwester. Wir haben beide den gleichen Weg. Morgen will ich dir erzählen, warum ich den weiten Weg von der Ostseeküste bis zum Baikalsee mache. Ich werde keine Fragen stellen. Das verspreche ich dir. Du kannst über deinen Bruder Nikolai Korpanow verfügen. Dass wir uns beim Fest des Zaren im neuen Palais trafen, war ja soweit ganz nett. Auch in Novgorod hatte ich mich bereits mit ihrer Anwesenheit abgefunden, Mr. Blount. Aber dass sie mir nun auch noch auf diesen wackeligen Wolga-Dampfer gefolgt sind, also das, wie sagt man doch, schlägt dem fast den Boden aus. Oh, ich Ihnen gefolgt? Lieber Monsieur Jobili, Sie schießen weit über Ihr Ziel hinaus. Bitte merken Sie sich, ich folge Ihnen keineswegs. Ich gehe Ihnen voraus. Ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen, Mr. Blount. Lassen Sie uns Reisegenossen sein. Jedenfalls so lange, bis wir unser Ziel, den Kriegsschauplatz, erreicht haben. Well, bin einverstanden. Sind ab sofort Reisegenossen. Später wieder Konkurrenten. Hast du gehört, Zigan? Was soll ich gehört haben, Sangal? Man sagt, es sei ein Kurier des Zaren von Moskau nach Irkutsk unterwegs. Das sagt man, Sangal. Aber ich sag dir etwas anderes. Dieser Bote wird entweder zu spät oder gar nicht ankommen. Du sollst jetzt den Grund meiner Reise erfahren, Bruder. Nur wenn du willst. Ich bin die Tochter eines Verbannten und heiße Nadja Fjedor. Vor kaum einem Monat starb meine Mutter in Riga. Deshalb bin ich jetzt auf dem Wege nach Irkutsk zu meinem Vater. Ich werde künftig sein Schicksal teilen. Ich will auch nach Irkutsk und werde dich dort wohlbehalten bei deinem Vater abliefern. Dank meiner Sondergenehmigung steht unserer Weiterreise in Perm nichts im Wege. Wie weit sind wir jetzt von Moskau weg? 900 Werst. 900 von 7000? Was ist das schon? In Perm werden wir mit einem Wagen weiterreisen. Ich hätte dir gern eine bequemere Fahrgelegenheit besorgt, Schwester. Aber du siehst selbst, dass es nicht möglich ist. Mir ist keine Anstrengung zu viel. Kein Gepäck? Das siehst du doch. Heilige Mutter Gottes, da hast du mir wieder zwei arme Teufel angedreht. Raben für 3 Kopeken die Werst. Nein, Adler. Hast du gehört, Väterchen? Adler. Für 9 Kopeken die Werst. Ohne das Trinkgeld. Verzeih mir, heilige Mutter Gottes.
Halt, wartet! Nehmen Sie uns mit, please, please. Wir sind ja zusammen auf dem Wolga-Dampfer gereist. Mein Name ist Jovillet, Alcide Jovillet aus Paris. Und das ist mein britischer Kollege Harry Plant. Und meine Herren, darf ich fragen, wohin Sie wollen? Vorerst bis Ischim. Wir sind unterwegs zum Kriegsschauplatz. Dann können wir Sie mitnehmen. Allerdings haben wir es sehr eilig. Wir reisen zu unserer kranken Mutter nach Omsk. Oh, eilig haben wir es auch. Yes, sehr eilig. Na dann steigen Sie ein, meine Herren. Ich bin der Kaufmann Korpanow. Die Dame neben mir ist meine Schwester. Los, Väterchen, fahr zu. Lauf zu, du lahme Höllenschnecke. Beweg dich schon. Traurige Blindschleiche. Ich brech dir den Hals. Meine Herren, da Sie in Ischien bleiben, müssen wir nun Abschied nehmen. Sie wollen sofort weiter? Sie haben Angst, dass der Nachkommen der Weisende Ihnen die Pferde streitig macht, habe ich recht? Ich gehe jeder Schwierigkeit aus dem Wege. Dann auf Wiedersehen, Herr Gopanow, und herzlichen Dank für Ihre Hilfe. Vielleicht sehen wir uns in ein paar Tagen in Omsk wieder. Das ist nicht ausgeschlossen. Pferde! Tut mir leid, im Augenblick kann ich Ihnen keine geben. Was sind das für Pferde, die draußen am Tor stehen? Sie sind von diesen Reisenden belegt. Das ist mir gleichgültig, ich brauche sie. Vorwärts! Meine Zeit ist genauso kostbar. Du weigerst dich, mir deine Pferde abzutreten? Ja. Ach, auch jetzt noch? Postmeister, die Pferde von meiner Kutsche, aber beeil dich. Was soll ich tun, Herr? Gib ihm die Pferde. Oh, mein Bruder. Beruhige dich, Schwester. Wir nehmen die nächsten Pferde. Hauptsache, die Fähre über den Irtitsch verkehrt noch. Siehst du, Schwester? Die Fähre ist gleich am anderen Ufer. Dann sind es nur noch 20 Werst bis Omsk. Was hast du? Tataren! Dort kommen sie! Sie reiten durch den Fluss! Sie kommen auf die Fähre zu! Hey, Fährmann! 50 Rubel gehören dir, wenn wir das Ufer vor diesem Raubgesindel erreichen. Bleib an meiner Seite, Nadja! Ja, Bruder! In meinem Hause. Wie lange liege ich schon hier, guter Freund? Seit 3 Tagen. 3 Tage verloren? Kannst du mir ein Pferd verkaufen? Ich habe weder ein Pferd noch einen Wagen. Wo die Tataren vorübergezogen sind, da gibt es so etwas nicht mehr. Wo ist meine Schwester? Als sie dich am Ufer des Irtysch fand, warst du allein. Die Tataren haben sie mitgenommen. Und ich kann ihr nicht helfen. Ich muss weiter. Pflege dich noch ein paar Stunden, dann magst du gehen. Obgleich es eigentlich Mord ist, einen Schwerverletzten auf die Straße zu lassen. Nein, ich bleibe keine Stunde länger. Dann werde ich dich begleiten. In Omsk sind noch viele Russen. Ich werde versuchen, dir ein Pferd zu besorgen. Jetzt siehst du, was von Omsk übrig geblieben ist. Wer war der Offizier? Das war Iwan Ogarev. Diesem Mann bin ich bisher 2-mal begegnet. Einmal auf einem Wolga-Dampfer, da war er ein Zigeuner. Das andere Mal in einer Posthalterstation. Da spielte er den großen Herrn. Ja, das kann er. Sich verkleiden, meine ich. Mein Sohn! Wie
Mein Sohn! Michai, mein Sohn! Wer sind Sie, verehrte Dame? Wer ich bin, das fragst du. Erkennst du deine Mutter nicht mehr? Sie täuschen sich. Vielleicht sehe ich Ihrem Sohn ähnlich, aber ich bin nicht Ihr Michai. Du bist nicht Peter und Marfa Strogoffs Sohn? Liebe Frau, es tut mir leid, aber ich weiß wirklich nicht, wo wir uns schon einmal gesehen haben sollten. Schon einmal gesehen haben? Du bist Michai, mein Sohn. Ich heiße nicht Michai. Ich bin der Kaufmann Nikolai Korpanow aus Irkutsk. Und nun entschuldigen Sie mich. Ich muss weiter. Dein Pferd, Herr. Danke. Wer ist Marfa Strogoff? Das bin ich. Mitkommen. Wohin? Das wirst du schon sehen. Komm endlich. Dein Name? Marfa Strogoff. Du hast einen Sohn. Er ist bei den Kurieren des Zaren. Ja. Wo ist er jetzt? In Moskau. Wann hast du die letzte Nachricht von ihm bekommen? Vor 2 Monaten. Wer war der Mann, den du vor ein paar Minuten deinen Sohn nanntest? Ein Sibirier, den ich versehentlich für meinen Sohn hielt. Es war also nicht dein Sohn? Leider nicht. Weißt du, dass ich dich foltern lassen kann, bis du die Wahrheit sagst? Ich spreche die Wahrheit. Wache! Ja. Diese Frau wird sofort nach Toms gebracht. Im richtigen Augenblick werde ich der alten Hexe schon die Zunge lösen. Dort ist er, der Reiter vor uns ist Michael Strogoff, der Kurier des Zaren. Vorwärts, ihm nach, wir müssen ihn einholen. Gleich haben wir ihn. Nein, der Abstand bleibt immer der gleiche. Er hat unseren Anführer erschossen. Diesmal ist er uns noch entkommen, der Hund. Aber das nächste Mal erwischen wir ihn bestimmt. Nicht so hastig, mein Freund. Was gibt es Neues? Mich dürfen Sie nicht fragen. Ich sitze den ganzen Tag an der Morsetaste. Die Leitung ist noch nicht unterbrochen? Noch Krasnojarsk schon. Aber von hier bis an die russische Grenze ist noch alles in Ordnung. Hier ist Papier und Bleistift, bitte sehr. Das Wort kostet 10 Kopeken. Ich will kein Telegramm aufgeben. Nicht? Ich möchte hier mich nur ein wenig ausruhen. Mein Herr, hier ist eine Telegrafenstation und kein Warteraum. Ich möchte sofort ein Telegramm aufgeben. Dringend, bitte. Alte, warten Sie. Ich zahle doppelte Gebühren. Schreiben Sie an Daily Telegraph London. Mein Telegraph geht an Mademoiselle Madeleine Jobillet, Faubourg Montmartre, Paris, Frankreich. Bericht aus Kolivan. Gouvernement Omsk, Sibirien, am 6. August. Flüchtlinge entweichen aus der Stadt. Russische Armee vernichtend geschlagen. Heftige Verfolgung durch tatarische Kavallerie. Liegen unter feindlichem Beschuss. Eine 6-pfündige Granate schlug soeben durch das Dach des Telegrafenamtes. Harry Blount, Berichterstatter des Daily Telegraph, an meiner Seite von einer Gewehrkugel getroffen und schwer verwundet. Meine Herren, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass die Leitung unterbrochen ist. Der Schalter ist geschlossen. Achtung, auf der Straße nähern sich Reiter. Herr Korpanow. Ihr, also sehen wir uns wieder, mon ami. Tut mir leid, meine Herren, aber ich muss fort. Oh, zur Tür können Sie nicht mehr hinaus. Dort stehen die Tataren. Dann eben hinten hinaus, durchs Fenster. Leben Sie wohl, meine Herren. Halt, stehen bleiben. Keiner sich rühren von Stelle. Seien alle Gefangene.
sind Sie, meine Herren? Zwei Berichterstatter. Ich schreibe für französische Zeitungen, mein Kollege für den Daily Telegraph. Ich hoffe, Sie können das beweisen. Oh, wir besitzen unsere Pässe. Und Ausweise von Konsularbehörden in Moskau. Sie ersuchen um die Erlaubnis, unseren militärischen Operationen in Sibirien beizuwohnen? Wir wollen frei sein. Weiter nichts. Sie sind frei, meine Herren. Sie können gehen, wohin Sie wollen. Bitte. Ich bin sehr neugierig auf Ihre Berichte im Daily Telegraph. Oh, jede Ausgabe kostet 6 Pence, aber ohne Porto. Au revoir, Monsieur O'Gareff. Sangare, mein Täubchen. Hast du den Kurier entdeckt? Nein, noch nicht. Hab Geduld. Ist es noch nicht so weit, dass wir die alte Frau zum Reden zwingen dürfen? Wir haben noch Zeit. Wie lange willst du noch warten, bis es zu spät ist? Bis wir in Tomsk sind. Und wann sind wir in Tomsk? In 3 Tagen. Gott wird es dir vergelten, was du für mich getan hast, meine Tochter. Warum tust du das? Warum weichst du nicht von meiner Seite? Sprich. Du brauchtest Hilfe, da habe ich dir geholfen. Genauso wie mir einer geholfen hat, als ich in Not war. In Nowgorod wollte man mich nicht auf das Schiff lassen und ich hätte meine Reise nicht fortsetzen können. Er besaß eine Sondergenehmigung und nahm mich mit als seine Schwester. Nikolai Korpanow hieß er. Er war ein Kaufmann. Am Ufer des Irtysch wurden wir von den Tataren überwältigt. Bist du sicher, dass er Nikolai Korpanow hieß? Kann er dich nicht getäuscht haben, meine Tochter? Warum sollte er mir einen falschen Namen gesagt haben? Du hättest ihn sehen sollen, Mütterchen. Er schlug sich für mich wie ein Löwe. Genau dasselbe hätte mein Sohn auch getan. Nur einmal in der Poststation ließ er es zu, dass ihn ein Mann mit der Nagaika schlug. Ah, da hast du ihn verachtet, nicht wahr, meine Tochter? Ich habe ihn nicht verachtet. Ich habe ihn bewundert, ohne ihn zu verstehen, Mutter. Er musste die Nagaika ertragen. Er trug ein Geheimnis mit sich. Wir können nicht über ihn richten. Er ist jetzt in Gottes Hand. Er war sehr groß. Sehr groß? Ja. Und sehr schön, nicht wahr? Du kannst es mir ruhig sagen, meine Tochter. Ja, er war sehr schön. Das war mein Sohn. Das kann nur mein Sohn, Michail Strogoff, gewesen sein. Du hast mir die Geschichte meines eigenen Sohnes erzählt, Nadja. Aber er ist nicht tot. Nein, er kann nicht tot sein. Das fühlt deine Mutter. Sangara, mein Täubchen. Hast du endlich etwas herausbekommen? Der Sohn Marfa Strogoffs ist im Lager. Als Gefangener? Ja, als Gefangener. Dann werde ich also endlich erfahren, mit welcher Botschaft der Kurier unterwegs ist. Gar nichts wirst du erfahren. Du kennst ihn ja überhaupt nicht. Aber du kennst ihn, Sangara. Du hast ihn doch gesehen, nicht wahr? Nein, gesehen habe ich ihn nicht. Aber seine Mutter verriet sich durch eine Bewegung, die nicht misszuverstehen war. Hast du dich nicht getäuscht, Sangara? Du weißt, wie wichtig dieser Kurier für mich ist. Wenn er das Schreiben, mit dem er unterwegs ist, dem Großfürsten aushändigt, kann ich meine Pläne begraben. Ich habe mich nicht getäuscht. Im Lager sind Tausende von Gefangenen. Wie sollen wir da Michail Strogoff herausfinden? Wir nicht, aber seine Mutter wird ihn kennen. Jetzt ist es soweit. Wir werden seine Mutter zum Sprechen bringen müssen. Du bist Marfa Strogoff aus Omsk? Die bin ich. Erinnerst du dich noch an deine Antwort, als ich dich vor ein paar Tagen in Omsk danach fragte, ob dein Sohn dich besucht hat? Nein. Du weißt also nichts davon, dass dein Sohn als Kurier des Zaren durch Omsk gekommen ist? Nein. Und der Mann im Posthaus, in dem du deinen Sohn zu erkennen glaubtest, das war gar nicht dein Sohn? Nein.
Seitdem ist er dir auch nicht begegnet, zum Beispiel hier unter den Gefangenen? Nein. Und wenn ich ihn dir zeigte, würdest du ihn dann wiedererkennen? Nein. Die Knute her! Du hast recht, Sangare. Her mit deiner Geika. Das ist auch... Für jeden Mann einen Hieb. Schlag die Alte, bis sie verreckt. Das ist doch schrecklich. Los, fang an! Halt! Aufhören! Was fällt dir ein? Du suchst Michail Strogoff, den Kurier des Zaren. Ich bin Michail Strogoff. Also lass meine Mutter frei. Sieh da, der Mann aus der Poststation von Ischim. Genau derselbe. Her mit deiner Geika! Jetzt zahle ich dir den Hieb mit der Knute zurück. Schlag um Schlag! Ja. Oh. Zurück! Dieser Mann wird nicht angerührt. Der Emir selbst wird über sein Schicksal entscheiden. Da haben Sie Ihren Feofarkan. Sie wollten doch so gerne kennenlernen, Monsieur Jubilee. Oh, ein Scheusal in Menschengestalt. Kommen Sie, Mr. Blount. Mir reicht es. Wir wollen weiterhalten. No, ich will auch noch den Rest miterleben. Oh, Sie sind unersättlich. Sehen Sie einmal dort drüben, mit der Gruppe der Gefangenen. Das ist Nadja, die Schwester unseres Reisegefährten. Wir müssen sie retten. Kommen Sie! Nicht so eilig, mein Freund. Es wäre verkehrt, wenn wir uns jetzt hier einmischen. Wir würden dem Mädchen nur schaden. Warten wir erst mal ab. Na, gehen Sie zum Teufel, Mr. Blount. Das sind diese Bärenkerle aus dem Norden doch ganz andere Männer. Wie dieser Kaufmann Korpanov. Michail Strogoff heißt er. Haben Sie das vergessen? Also wie der des dem Ogarev diesen Schurken mit der Nagaika im Gesicht geschlagen hatte. Alle Achtung. Oh, dafür ist er jetzt ein toter Mann. Da bringen Sie ihn. Er wird vor den Emir gebracht. Die Stirn in den Staub. Nein. Du hast dein Leben verwirkt. Ich habe mein Leben verwirkt, das weiß ich. Aber deine Stirn wird für immer die schmachvollen Striemen meiner Knute tragen. Schweig, du Hund! Wer ist dieser Gefangene? Ein russischer Spion. Man bringe mir den Koran. Was bedeutet das? Wozu braucht er den Koran? Er wird eine Seite im Koran aufschlagen, mein lieber Jubilee. Ein Gottesurteil nennt man das. Der Gott der Tataren soll durch die Hand Feofar Khans entscheiden. Ah, der Gott des Zufalls, Mr. Blau. Still, der Feofar Khan hat eine Seite im Koran aufgeschlagen. Oberster der Ulemas! Lies die Stelle vor, auf die mein Finger zeigt. Und er wird die Dinge der Erde nicht mehr sehen. Oh, Spion der Russen, du bist hierher gekommen, um zu sehen, was im Tatarenlager geschieht. Nun öffne deine Augen weit und sieh, was du sehen willst und sieh, was du sehen kannst. Sie wollen ihn blenden. Haben Sie gehört, Blount? Strogoff wird blind sein. Wollen Sie sich auch noch dieses traurige Ende mit ansehen? Wow, die Leser des Daily Telegraph können darauf verzichten. Meine Cousine in Paris auch. Ah, sehen Sie nur, der Scharfrichter zieht den weißglühenden Säbel aus dem Kohlenfeuer. Ah, jetzt führt er die Klinge dicht vor Strogoffs Augen vorbei. Armer Kerl, er hätte einen besseren Tod verdient. Können wir nichts zu seiner Rettung tun? Ausgeschlossen. Ivan! Verräter Ivan Ogarev! Die letzte Drohung meiner Augen wird dir gelten. Hinterhältiger Schuft. Mutter! Nein, dir sollen meine letzten Blicke gelten. Dir allein, nicht dem Schurken Ogarev. Fort mit der alten Hexe! Scharfrichter, walte deines Amtes! Da! Lies, Michail Strogoff! Lies und geh nach Irkutsk. Melde dort, was du hier gesehen hast. So lies doch, Strogoff. Das ist eine einmalige Gelegenheit. Du willst nicht? Schön, dann werde ich dir deine Arbeit abnehmen. Weißt du, wie der richtige Kurier des Zaren von nun an heißt? Du wirst es nicht erraten. Er heißt Ivan Ogarev. Ivan Ogarev heißt er! Bruder, mein Bruder! Nadja, bist du es, Nadja? Komm, Bruder. Ich führe dich nach Irkutsk. Meine Augen gehören jetzt doch dir.
Straße zu sehen? Kein Mensch. Hörst du nicht, Nadja? Da ist doch ein Geräusch. Das können nur Tataren sein. Wir müssen uns ein Versteck suchen, bis sie vorbei sind. Warte noch einen Augenblick, Mihai. Da kommt ein Wagen. Ein junger Mann sitzt darin, sonst niemand. Was für eine Überraschung in dieser Wüstengegend. Darf ich fragen, wohin die Herrschaften zu wandern gedenken? Nach Irkutsk. Aber Väterchen, du hast wohl keine Ahnung, dass es bis nach Irkutsk noch viele hundert Werst sind. Doch, das ist mir bekannt. So? Und trotzdem willst du zu Fuß gehen? Das siehst du doch. Na ja, das ist dein Privatvergnügen. Aber die junge Dame... Das ist meine Schwester. Ich will mich ja nicht in deine Angelegenheiten mischen. Aber du kannst es mir glauben. Die Dame wird niemals zu Fuß nach Irkutsk kommen. Lieber Freund, die Tataren haben uns ausgeplündert. Ich besitze keine Kopeke mehr. Aber wenn du wenigstens meine Schwester mit auf den Wagen nehmen würdest. Ihr könnt euch beide mit auf meinen Wagen setzen. Deine Stimme kommt mir so bekannt vor. Wie heißt du, mein Freund? Nikolai Pigassow. Sag mal, kannst du dich daran erinnern, mich schon einmal irgendwo gesehen zu haben? Dich, Väterchen? Keine Ahnung. Falls du wissen willst, woher ich komme, ich stamme aus Kolivan. Aus Kolivan? Dann bin ich dir dort begegnet. Aber wo? Warst du dort im Telegrafenamt? Stimmt genau. Es war an dem Tage, an dem ein Engländer und ein Franzose, die Hände voller Rubelstücke, sich um den Platz an deinem Schalter stritten. Schon möglich. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Das kann doch gar nicht sein. Du musst dich doch daran erinnern. Wieso? Du hast mich ja auch nicht gleich erkannt, Väterchen. Mein Bruder ist blind. Die Tataren haben ihn geblendet. Sie haben dir die Augen ausgebrannt? Ich bedauere dich aufrichtig, Väterchen. Warum willst du dich nicht zusammen mit deiner Schwester auf meinen Wagen setzen? Na, kommt schon. Steigt endlich auf, damit wir weiterkommen. Ich fahre nicht sehr schnell, um mein Pferd zu schonen. Dafür braucht keiner von uns zu gehen. Wir kommen nach Irkutsk, Nadja. Wir beide kommen nach Irkutsk. Kaiserliche Hoheit, ein Kurier des Zaren. Seine Kaiserliche Hoheit, der Großfürst. Du bist der Kurier des Zaren? Ja, Hoheit. Ich habe Moskau am 16. Juli verlassen. Wie heißt du? Michail Strogoff. Also, du hast Moskau am 18. Juli verlassen? Nein, Kaiserliche Hoheit. Am 16. Juli. Vorher habe ich im Neuen Palais mit seiner Majestät dem Zaren gesprochen. Er gab mir diesen Brief. Der Brief ist dir in diesem Zustand übergeben worden? Nein, Hoheit. Ich musste den Umschlag vernichten, um den Brief besser vor den Soldaten des Emirs verstecken zu können. Warst du Gefangener der Tataren? Ja, einige Tage lang. Deshalb dauerte es auch so lange, bis ich Irkutsk erreichte. Vom 16. Juli bis zum 3. Oktober. Ich war 79 Tage unterwegs. Du kennst den Inhalt dieses Schreibens? Ja, Hoheit. Ich hätte in die Lage kommen können, das Schreiben vernichten zu müssen. Deshalb habe ich den Inhalt auswendig gelernt. Du weißt, dass mein kaiserlicher Bruder mich vor einem Verräter warnt, der sich verkleidet bei mir einschleichen will, mein Vertrauen zu erwerben versuchen möchte und die Stadt an die Tataren auszuliefern beabsichtigt. Ich weiß, kaiserliche Hoheit. Iwan Ogarev soll geschworen haben, am Bruder des Zaren persönlich Rache zu üben. Du kennst den Verräter? Ich begegnete ihm nach der Schlacht von Krasnojarsk. Wenn er geahnt hätte, dass ich das Handschreiben des Zaren bei mir trug, wäre mein Leben verwirkt gewesen. Du hast großen Mut bewiesen, Michail Strogoff. Hast du einen Wunsch? Nur den einen, an der Seite eurer Hoheit kämpfen zu dürfen. Einverstanden. Du gehörst ab sofort zu meinem persönlichen Stab und bekommst ein Zimmer im Palast. Und wenn Iwan Ogarev sich unter falschem Namen bei eurer Hoheit einschleicht? So wirst du ihn entlarven, denn du kennst ihn ja. Ja. Er wird unter der Knute sterben, wenn er es wagt, sich mir zu nähern. Geh jetzt. Musik.
Sangare, Täubchen. Was hast du hier zu suchen? Ich habe dir doch ausdrücklich verboten, mich im Palast zu besuchen. Habe ich dich endlich gefunden, Ivan Ogareff? Du bist ja gar nicht Sangare. Ah, jetzt erkenne ich dich. Das Kopftuch hatte dein Gesicht verborgen. Du bist das Mädchen, das... Ja, Ivan Ogareff. Ich habe Mihai Strogoff hierher geführt. Den echten Kurier. Alle sollen wissen, dass du ein Verräter bist, Ivan Ogareff. Halt den Mund! Wirst du endlich schweigen, du Hexe? Mihai! Keine Angst, Nadja. Jetzt rechne ich mit ihm ab. Willst du wirklich mit mir kämpfen? Ein Krüppel wie du! Pass auf, Mihai! Ivan Ogareff ist bewaffnet. Wenn er dich angreift, er kann sehen, aber du kannst... Ich auch! Schön. Du hast einen Degen? Siehst du auch, wo du hinstichst? Das wirst du gleich erfahren. Er sieht. Er kann sehen. Ja, ich kann sehen. Ich sehe sogar sehr genau. Zum Beispiel die Narbe des Knutenhiebes, die sich als Verräter bezeichnet. Oder die Stelle, wo mein Gegengift geboren ist. Diesmal wirst du mir nicht entkommen, Ivan Ogareff. Wehre dich. Verteidige dein Leben. Du siehst dich. Erweise dir die unverdiente Ehre eines Zweikampfes, Mann gegen Mann. Oh! Er kann sehen, wie ist das möglich? Oh, Mihai. Wer hat diesen Mann erstochen? Ich habe es getan. Wie heißt du? Kaiserliche Hoheit, fragen Sie mich lieber zuerst, wie der Mann heißt, der vor Ihnen auf dem Boden liegt. Diesen Mann kenne ich. Das ist ein Offizier meines Bruders, ein Kurier des Zaren. Das ist kein Kurier des Zaren, Hoheit. Das ist Ivan Ogareff. Ivan Ogareff? Und wer bist du? Ich bin Mihai Strogoff, der echte Kurier des Zaren. Mihai, wie kommt es, dass du wieder sehen kannst? Ich war gar nicht blind, Nadja. Ich habe nur so getan. Aber die Tataren haben dich doch geblendet. Als der Henker den Säbel hob, blickte ich auf meine Mutter. Die Tränen traten mir in die Augen und der glühende Stahl verdampfte die Tränenflüssigkeit auf der Hornhaut. Deshalb konnte die Hitze ihr Zerstörungswerk nicht vollenden. Sie verbrannte nur meine Augenlider und versenkte die Haut rings um die Augen. Es ist wie ein Wunder. Wer ist dieses junge Mädchen? Das ist Nadja, die Tochter Wassili Fjodors, eines Verbannten. Ah, die Tochter vom Kommandant Fjodor. Nicht die Tochter eines Verbannten. Es gibt in Irkutsk keine Verbannten. Kaiserliche Hoheit. Rittmeister, pardon, Oberst Strogoff. Aufgrund deiner Verdienste, die du dir bei der Erfüllung deines schweren Auftrages erworben hast, ernenne ich dich zum Kommandeur der Kuriere des Zaren. Eine Frage, Mr. Blount. Hätten Sie das vermutet? Wovon sprechen Sie, Monsieur Jovilly? Hätten Sie vermutet, dass unser Bericht vom Kriegsschauplatz so enden würde? Weil, es ist alles in Ordnung. Die Tataren sind vernichtend geschlagen, der Verräter Ogareff ist tot und der Aufstand ist niedergeschlagen. Und Oberst Strogoff und Nadja sind ein Paar. Weil, die Leser des Daily Telegraph haben den Bericht von der Trauung der Cathedral von Irkutsk mit Rührung gelesen. Oh, Moment, da fällt mir etwas ein. Was notieren Sie da, Mr. Blount? Etwas, das die Leser des Daily Telegraph unbedingt erfahren müssen. Oh, lesen Sie vor. Rotglühendes Eisen weicht nicht mehr aus, um die Sehnerven zu zerstören. Blendungsverfahren der Tataren offensichtlich überholt. Ich glaube nicht, dass das meine Cousine interessiert. Übrigens, die Trauung war sehr feierlich, nicht wahr? Yes, war eine herrliche Festivität. Reizt Sie das nicht zur Nachahmung, Herr Kollege? Oh, fällt mir nicht im Traum ein, wenn ich allerdings eine Cousine hätte. Oh, Madeleine ist leider schon vergeben. Oh, seien Sie froh. Übrigens, ich habe gehört, dass es zu Schwierigkeiten zwischen London und Peking gekommen sein soll. Oh, was halten Sie von einem kleinen Umweg über China? Mein lieber Blount, ich wollte Ihnen gerade den gleichen Vorschlag machen. Kommen Sie, Herr Kollege, steigen Sie ein. Hallo, auf nach Peking!